Kulturteile farmen leicht gemacht, gar kein Problem, wenn man die Tricks kennt. Ja, zumindest hier im geweihten Land. Man nehme ein bisschen Feuermagic und damit springt so ein bisschen höher. Oh Mann. Oder hier genau das gleiche. Hm, hier im Elefantenfriedhof. Ein gut getimter Sprung. Feuermagic und wir haben hoffentlich jetzt alle. Ne? Haben wir alle? Wir haben alle. Das geweihte Land ist komplett mit Puzzleteilen. Geht zurück nach Agrabah. Ja, ja, kann ich ganz normal mit dem Teppich reinfliegen. Ich muss gar nicht irgendwie großartig das, ja, nur in diesen seltsamen Rennen machen oder so. Es geht auch so. Jetzt ist bloß die Frage, ich kann gar nicht zeigen. Ja, super. Ich kann gar nicht zeigen, dass ich alle habe. Muss ich erstmal rausfliegen. Wo geht's überhaupt raus? Hallo, Karte? Karte, Minimap, rechts oben, hallo! Dann bitte mal, hey, doch hier? So, weiter oben. Oh, alter Schwede. Okay, schon wesentlich besser. So, dann hier mal ganz kurz checken. Haben wir jetzt endlich alle Puzzleteile hier? Wir haben Agrabah alle Puzzleteile! Perfekt! Ah ja, das Land, beziehungsweise, ja, ihr wisst schon, hm? Hier. Einfach, ich habe es komplett übersehen, es ist hier oben. Einfach zurück, fliegen, springen, gleiten, haben wir es. Die Welt niemals war, genau so ist ja. Die Welt niemals war, die angeblich niemals war. Die Idee muss erstmal kommen, dass du nochmal zurück musst. Aber gut, mit Gleitern ist auch kein Problem. Hier oben, wenn wir schon im Thema Gleiter sind. Man kann zwar im Gleiterwelt rein normalform auch machen, aber ich empfehle doch eher, dass man es halt in der Drive-Form drin selbst macht mit Gleiter. Ganz oben anfangen, weil dann sinke ich am wenigsten. Und zack, habe ich auch das Puzzleteil. Ja, aber eben nur in der Drive-Form. Naja, ein bisschen tricksen muss man halt ab und zu. Puzzleteile haben wir alle. Moment, Puzzleteile. Wir haben auch hier alle, Freunde. Die Welt niemals war. Wir sind beinahe fertig. Oh ja, Twilight Town. Rennt euch noch in einen Raum, wo, Rox ist quasi nach Azor ersetzt, kann man so sagen. Oder abgelöst hat. Hier ist ein Puzzleteil. Alter, wie fies. Wie extrem fies. Dann habe ich jetzt tatsächlich das Pergament, ja. Ich habe die Ultima-Formel für die Ultima-Waffe, das ultimative Keyblade erhalten. Das wird auch noch etwas werden. Aber erst mal Morgengrauen-Teil. Yes. Das ist die Kapsel. Ja, danke schön, das weiß ich. Hier war ein Puzzleteil. Wie fies. Jetzt sollten wir eigentlich auch alle Puzzleteile in der Welt niemals war, beziehungsweise in Twilight Town, genau haben wir jetzt auch. Das heißt, fehlen nur noch die in Radiant Garden. Und darum kümmern wir uns, by the way, gleich. Und damit sind wir auch schon bei Radiant Garden. So, wenn also noch die ersten Puzzleteile hier. Viele sollten es zwar nicht mehr sein, aber ich glaube trotzdem, die sind alle da drin. Die müssen hier drin sein. Höhle des Gedächtnisses, den Tiefen. Hier haben wir, glaube ich, damals einiges nicht mitnehmen können, bevor wir schon an dieser Stelle waren, wo wir wussten, wir müssen darüber gleiten. Was jetzt gar kein Problem mehr ist. Ich glaube sogar da. Hier waren, glaube ich, auch so ein paar Dinge, oder? Ui, ui, ui. Haben wir vor, dass ich nicht noch extra den Gleit war? Mist. Okay, man kann es übertreiben. Dass ich nicht noch extra den Gleit Level 3 trainieren musste für gewisse Puzzleteile. Zumindest bisher nicht. Aber ja, irgendwie logisch, wa? Wenn das Ding halt so hoch ist und du kannst trotzdem noch irgendwie Anlauf nehmen, was eigentlich ganz geil ist, dann jo, kannst du natürlich auch in deiner, sagen wir jetzt mal, wow, in deiner Überform machen, wa? Die sowieso dafür prädestiniert ist. So, ich kann ja wirklich echt sehr, sehr hoch fliegen allen. Drum und dran, jetzt hier da, da. Wow! Okay. Oh, das scheiß Auto, ey. Der dümmste Herzlose ever. Wenn wir beim Thema sind, muss ich eigentlich nicht mehr trainieren, oder? Das heißt, ich könnte doch theoretisch mal die Waffen wechseln. Dann vielleicht erstmal die alle irgendwie weglegen. Geht das überhaupt so? Weil ich habe hier natürlich Memoir-Ding. Memoir drin, aber auch eigentlich jemand mit maximal Power beim Angriff.
Licht und Dunkelheit ist auch cool, aber die Ability, die gefällt mir irgendwie nicht so richtig. Die Ability finde ich irgendwie ein bisschen crazy. Sehe ich die hier überhaupt, die Ability? Licht und Dunkelheit. Besonders, ja, ist ein großes Geheimnis, ja, super. Warte mal, neue Ability. Okay, der ist nice. Moment. Moment, Moment, Moment. Ich hatte noch ein paar Abilitamine. So, so ein Pergament. Ultima Formel. Muss auch mal gucken, was man damit genau machen kann. Die Ultima Formel. Was wollte ich jetzt? Abilities. Defender Shield. Yo. Das ist eine passive Fähigkeit, wa? Yo. Die Abwehrkraft kritische Situation um den Wert 3. Mhm. Heißt eigentlich, braucht er gar keine Waffe mehr, die so viel Power hat. Warte mal, die gibt sowieso keine Verteidigung. Okay, okay, nichts gesagt. Ja, Memoir hier macht irgendwie schon Sinn, wa? Ist der Drive Boost, den er da bekomme? Während der MP-Aufladung füllende Überfall natürlich reingefahren, mega draufhauen. Königsang in der Heldenform. Ich glaube, die werde sowieso nicht mehr einsetzen, die Heldenform, oder? Die Meisterform. Die eventuell noch, aber auch dann, wenn er, glaube ich, eher was anderes geben. Hat Schlafender Löwe. Ja, Zweisamkeit oder Memoir, wobei ich hoffe, er sowieso also irgendwie noch die Ultima-Waffe kriege. Da wäre eigentlich noch ganz geil. So. Die Ultima-Waffe. Habe ich es ja damals bei Kingdom Hearts 1 nicht so richtig geschafft, hey, die mir zu holen. Wäre einfach ein bisschen zu doof, muss man leider auch zugeben. Hier könnte es immer funktionieren, ich meine, wenn wir schon eine Ultima-Formel haben, vielleicht ist das sogar die. Warum ist eine Truhe? Das ist sogar die, die wir brauchen. Das Craften halt, was dafür. Wird. Wann das jetzt? Bestimmt eine Vision, hä? Ich kriege ganz creepige Items zum Schluss hin. Das macht mir Angst. Hä? Wo ist der? Was zum Henker? Ach so. Das ist so ein Item, sehr gut. Ja, da hinten ist noch ein Ding, habt ihr auch gesehen. Juhu! Alter. Ne, Vitamin, sehr gut. Und sonst gibt's ja. Alter, bin ich hoch oben. Gibt's, glaube ich, nichts mehr, wa? Okay. Na, jetzt holen wir uns nochmal durch die magische Türe. Hui! Genau, sind wir hier. Da drüben ist noch ein Puzzleteil. Yo, ich flieg direkt mal so rüber. Sag mal! Oh. Ja. Das kann eine Weile dauern, bis ich da rüberkomme. Nein! Alter! Das Problem ist, wenn ich zuerst springe und dann gleite, bin ich ein bisschen zu hoch. So, jetzt aber. Der verarscht mich hier. Der verarscht mich nach Strich und Faden. Jetzt kommen die nicht mehr rüber. Verdammte Scheiße. Gut, wenn ich natürlich machen kann, jetzt von Anfang an einfach springen, bis ich maximal oben bin und okay. Hä? So hält sich auch null fest. Ja, so klappt es natürlich nicht. Ja, das ist das Problem, ihn zuerst den Kopf anschlagen. Die Musik, hey. Alter, was ist das für eine Scheiße? Oh Mann, wieso muss man hier so dämlich machen? Okay, dachte ich, gehe zuerst die Röhre unter und springe dann hoch, aber wollte irgendwie auch nicht. Super. Man kann eigentlich schon weitergleiten, sollte man eigentlich. Mann, okay, jetzt funktioniert gar nichts mehr, Leute. Jetzt ist alles vorbei. Schluss aus. Nikolaus, was sagt eigentlich Kali immer? Nein, es. Oh, was ist denn los? Das kann doch nicht wahr sein. Nein, ich stelle hier so mühsam und stelle mich einfach gerade an wie der letzte Mensch.
Werde ich hier nochmal schneiden müssen? Ich hoffe nicht, das wäre jetzt ein bisschen sehr. So, Alter. Oh, ein paar Herzlose. Sag mal. Aua. Oh nein, der scheiß Wagen. Das scheiß Auto, was eh keiner mag. Na Mist, ich wollte grad, aber es ging nicht. Ich mag nie Magie einsetzen. Wow. So geht's natürlich auch. So, bin ich jetzt? Ich kann hier durch, ich kann da durch. Okay, WTF. Das ist doch ein großes Areal, wa? Hier kommst du nicht durch, du musst einen anderen Weg finden. Okay. Sieht nach einem Mechanismus an, den vermutlich erst irgendwie deaktivieren muss. Und hier kommt mal Luft raus oder rein oder ist mal oder. Hey, da muss ein Puzzleteil! Ich hab's genau gesehen. Okay, dann müssen wir doch erstmal da lang. Du. What the? Gather. Yeah. Hat's cool gebracht. Sag mal, ist das der Anfangsraum? Okay, das ist eine Abkürzung. Verstehe. Was haben wir hier? Gedächtnisstein. Jetzt kriegen wir die ganz, ganz krassen Items. Gefällt mir. Freudenstein, Gedächtnisstein, Hassstein, whatever. Ja, warte mal. Ah, jetzt bin ich. Hä? Jetzt einfach unten. Ah, ich bin auf der anderen Seite, okay. Starke Attacken, okay. Brauche eine Kombination oder reißen einfach nicht alle platt machen? Also, platt machen im Sinne von einfach runterdrehen. Okay, dann geht auch so. Das braucht vielleicht irgendwie eine Magie, die alle gleichzeitig trifft oder so. Blitzer oder so etwas in der Art halt. Okay, jetzt haben wir den Mechanismus aktiviert. Sehr gut. Ich frage mich gerade, ob das irgendetwas ist, was es erst jetzt bei Kingdom Hearts 2 Final Mix gab, weil ich kann mich an die Stelle im Original gar nicht erinnern. Also klar, ist generell alles ein bisschen verschwommen, weil ich vieles nicht erlebt habe an und dazumals, aber das hätte, glaube ich, irgendwie mir merken müssen. Nur kein Plan. Ich weiß aber auch, dass ich im Original niemals diese Dry-Formen trainiert hatte und so. Also insofern, naja. Warte mal, da drüben ist jetzt ein Ding. Ein Luftzug. Ich nehme einen Luftzug wahr. Ja, dann kommen wir darüber. Alles klar. Zumindest theoretisch. Dankeschön. Ah, da ist eine Truhe. Mal ganz kurz noch gucken, die Puzzleteile. Wir haben, also viele fehlen nicht, das wissen wir ja. Okay, die Reihenfolge ist ein bisschen creepy. Das sind echt nur die hier. Den Rest haben wir alles. Sehr geil. So. Wir können sowieso gleich mal noch ein Puzzleteil lösen. Goofy, was treibst du da?
Alter, ist das geil, hey, das mit dem Supersprung, mit dem Doppelsprung, mit dem... Einfach alles eigentlich. Okay, dann gehe ich jetzt lieber hier rüber. Weil ich hätte es garantiert verkackt. Dann gehen wir nochmal kurz darüber. Das wird wohl die Karte sein. Dunkles Gedächtnis, WTF. Eine Vision, schon wieder. Also. Hätten wir das, dann war da drüben nochmal eins. Weil ich ein bisschen tiefer, da ist die Frage, kommen wir da überhaupt rein? Problemlos. Dann kommen wir wieder zurück. Dann schon mal da unten, okay. So. Puzzleteile. Jo, es fühlt sich, wir kriegen sogar die von der Reihenfolge her. Alles Paletti. Ich glaube, der Rest wird hier sein, oder? Sind zwar relativ viele, aber wenn ihr einen Garten habt, ihr eigentlich auch viel. So ein ganz toller Town, aber. Aber der letzte toller Town, der war ja fies, wa? Einfach so in dieser Eierkapsel, wo man uns ja, Gedächtnis recovered hat und so. Okay, wieso was macht. Moment. Habe ich alle niemanden gesehen? Typen? Tatsächlich. Herzlose fehlen offenbar noch ein paar. Ich frage mich, ob das damit zu tun hat, weil wir noch nicht bei Hades waren, im Hades Cup und so. Oder in Unterwelt Cups. Aber ja, ich habe keinen Bock drauf, weil es sowieso nicht viel bringt. Ah, warte mal. Aufzeichnungen? Nee. Das Gewand. Mann. Die Sammlung. Puzzle-Modus. Puzzle-Motive. Also, ich glaube, Morgengrauen ist das schon voll. Das ist auch schon voll. Geil. Abenddämmerung, da fehlen jetzt noch ein paar. Gut, ich würde sagen, wir machen erstmal das Edge-Teil. Edge-Teil, alles muss versteckt sein. Sollte, glaube ich, relativ schnell gehen, wenn wir ungefähr die Köpfe und so weiter alles haben. Das passt sogar so, wie es ist. Hier haben wir den guten alten Roxas. Den wir vielleicht, hoffentlich, keinen Plan nochmal sehen werden. Okay, Moment, die müssen alle einmal nach oben. Ah. Hä? Ah! Da hatte gerade, hä? Hatte gar keinen Sinn. Puzzle gelöst, beständige Vision. Sehr gut, nochmal eins. Herzlichen Glückwunsch! Justice Puzzle gelöst, yeah, man! Aber muss schon zugeben, die Motive sehen schon geil aus, wa? Noch mit so einer Tiefe. Vor allem, da wir jetzt bisher alle Kingdom Hearts Teile der Reihenfolge nachgespielt haben und es ja auch so weiterhin bleiben soll. Wie gesagt, nächster Teil wird dann Birth by Sleep sein, den ich noch gar nie angelangt habe, gar keine Ahnung habe von dem, den ich aber schon extrem freue, allein schon wegen den Charakteren, die da vorkommen. Aber es wird ein bisschen dauern, bis ich das Spiel dann angehe, weil doch aktuell ein bisschen viele Let's Plays haben. Kingdom Hearts 2 dauert auch schon eine Weile und so und deswegen, ja. Vielleicht kommt, oder kommst du, ich weiß gar nicht, vielleicht kommst du direkt im Anschluss, mal gucken, wie gehypt ich denn aktuell drauf bin, kann durchaus sein. So, sollen wir das andere schnell machen, das hat sehr viele Teile, nee, komm, machen wir den nächsten Part. So, wie komme ich jetzt wieder, zurück will ich gar nicht, ich will erstmal hier das Teil holen. Du. Noch ein Abenddämmerungsteil. Dämmerungsteil. Es hat hier, wie es scheint, sehr viele Türen. Ne, warte mal, das ist die, von der wir gekommen sind. Okay. Genau, eigentlich hätten wir dann hier durchgesollt. Das wäre eigentlich eine Reihenfolge gewesen. Während dann hier die Frage ist, hat es hier unten noch etwas? Oder hier zum Beispiel. Wir können durchaus noch irgendein Puzzleteil. Ah ne, das ist ja der Ort, okay. Komme ich hier wieder ohne große Anstrengung zurück? Ich glaube eher weniger. Ich kann verdammt hoch. Ich meine, der Sprung habe ich. Also, der Sprung ist auf Maximum trainiert. Der zweite glaube ich nicht, aber. Nee, ich komme da so nicht hoch. Nee, aber verkackt. Ein bisschen verkackt. Was mir gerade so auffällt, es ist. Verdammt laut auf meine Ohrmuscheln.
so laut. Ich meine, ich habe sogar so laut, dass ich nicht mehr auf dem Headset das runterstellen kann. Ah, warte mal. So. Dürfte für euch sowieso keine Rolle spielen, da die Capture Card ja einen eigenen Soundbarometer, whatever hat. Was sagen wir so, einen eigenen Lautstärkeregler, hä? Ist ein bisschen klarer. Also, unten ist klar, da ist nichts mehr. Gut. Dann hier waren wir soweit auch schon. Ja. Macht alles Sinn. Das Teil müssen wir nochmal runterkommen. Ne, kommt es nicht. Gut, dann fliege ich halt schnell hoch. Auch nur mal, dass es mich runternimmt, ob ihnen noch was passiert. Ob es auch hier bloß just for fun ist. Ach du Scheiße. Okay, das ist das Teil, da waren wir vorhin schon. Muss ich vielleicht sogar nochmal da hoch? So. Ja, scheint so, wa? Also, dann ist das soweit klar, da ist nichts mehr. Hier ist auch nichts mehr, waren wir auch schon, da drüben auch schon, glaube, wir haben ja alles hier, wa? Wir können also weiter. Okay. Eine Karte? Nee. Kraftbolzen! Der kommt mir sehr gelegen, da wir in einer nächsten Folge ja uns Sephiroth widmen wollen. Also geplant ist eigentlich, dass ich zuerst mich noch um die restlichen Daten, Erinnerungskämpfe gegen die restlichen Organisationsmitglieder kümmere. Und danach wird es dann eben gegen Sephiroth gehen. Oh Mann. Soll ich absichtlich runter, weil... Wie soll denn da, hey, wie soll denn da rüberkommen? What the fuck? Hä? Mich runterfallen lassen, rübergleiten, hochspringen? Und hier bin ich irgendwo da ist eine Tür. Ich habe das Gefühl... Ah, jetzt bin ich... Ah, okay, ja, ich sehe es. An dem Raum, okay. Irgendwie durchwinden kann ich mich nicht. Da hoch komme ich auch nicht. Hä? Wie soll denn das gehen? Gut, der Pause ist sowieso gleich vorbei. Vielleicht muss ich mich da kurz informieren, wie man da rüberkommen soll. Kann er, glaube ich, kaum. Vielleicht irgendwie das Ziel wechseln, aber es geht leider auch nicht. Wenn ich jetzt da versuche... Okay, das war jetzt gerade ein bisschen sehr tief. Hä? Ich lese... Oh nein, ich war richtig... Scheiße. Auf eine Art und Weise, in die Abkürzung kommen. Ich weiß gar nicht mehr, wo es war, aber irgendwo hier war da plötzlich eine Abkürzung. Ja, aber hier war es nicht. Hä? Ich habe mir doch irgendwo hier eine Abkürzung gemacht. Okay, das Spiel wird mal auf den letzten Meter ein bisschen creepy. Ja, doch, da war's. Ja, eben. So. Zurück in die Mine. Oh Mann. Ah, ne, jetzt bin ich ja hier.
Aber der Gang selbst wird schon mal stimmen. Okay, gut. Dann nehmen wir den Minenschacht rein. Ist eigentlich, wenn ich jetzt hier drauf einfach stehen bleibe. Wo kommt man da hin? Und nirgends, aber eine schöne Aussicht. Okay, komm. Trotzdem wieder darüber. Ich guck mal, wann der runterkommt. Beziehungsweise gerade wieder hochgeht. Trick 17. Also Trim. Trick Bucky wohl eher. So. Zurück im Minenschacht, da wo wir eigentlich hingehören, ich wie gesagt keinen Plan habe, wie ich jetzt da rüberkommen soll. Kann ich die Scheißdinger da kaputt machen? Ich müsste aber vor. Aber kann ich den Röhren festhalten? Nee, war, da geht nicht. Also entweder bin ich in dem Moment, wo ich da versuche nochmal einen Doppelsprung zu machen, bin ich entweder zu spät. Das könnte sein. Oder aber. Es geht gar nicht so. Ha! Okay. Man muss echt, sobald man merkt, dass man da angeschlagen ist auf den Rohren, also dass man da gar nicht mehr weiterkommt, dann geht es nicht lange und plötzlich kann man doch warten. Genau in dem Moment muss man nochmal springen, weil man sonst zu spät ist, um hier hoch zu gleiten. Irgendwie, kein Plan. Oh, das war ja geil. So, was kommen hier noch alles für welche Typen? Und plötzlich auch wieder ein Level up für Sova. Sag mal. So. Das nimmt kein Ende mehr. Also die Kombi ist echt übel. Ja, ist gut. Aber noch mehr blocken. What the f... Ich kann eigentlich mal die Folge beenden. Sag mal. Danke, Donald. Bäm, schon besser. Dann Typ nervt ein bisschen, der kann ihn gar nichts machen. Kann man jetzt nicht unbesiegbar? Kann ihn gar nicht angreifen. Ah, jetzt wird's auch wieder. Freund. Jetzt geht's doch nicht. So. Wenn man nichts machen kann. Endlich, Freunde, wir können ein paar beenden. Gott sei Dank. Und wir kommen sogar weiter. Welche Wohltat in meinem Herzen. Ein ganz kurzer Heilung, das ganze Team. Und ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder zurück bei Kingdom Hearts 2 Final Mix. Bye, bye.